Moin Freunde, Benny und ich. Hi. Sehr gut. Sind auf dem Weg zu Bullis am See. Wir sind etwas verspätet. Die Uhr zeigt jetzt knapp kurz vor 8 an. Und ich denke so, wir werden so gegen 9:30 ankommen. Bus ist voll gepackt mit leckeren Sachen, mit ein paar T-Shirts, mit Schlafzeug, mit Zelt und so weiter. Wolle, Lia, Steffen, Matthias sind schon da. Ratze ist mit dabei. Und Frankie kommt morgen. Und Carsten holen wir jetzt ab. Carsten holen wir jetzt ab. Und wir werden relativ vollzählig vertreten sein bei dem Bustreffen. Und ich glaube, wir freuen uns drauf, ein bisschen Zeit am Wochenende miteinander verbringen zu können. Und was ist das Wichtigste jetzt? Das Wichtigste? Ja. Was meinst du? Ja, ab an die Tanke Eis holen. Ach so, ja, Eis holen, genau. Wir müssen Eis holen zum Kühlen, sonst werden die Getränke warm. Das genau. Ist gut. Und Abfahrt. Abfahrt, haut rein. Bis später. Tschüss. Erstmal läuft. Ich kaufe die Halle. Besser. Ruhe. Ruhe, dafür schwitzen. Ja, jetzt kann man richtig schön die Wimpfengeräusche Pakete fahren. Ja. Keine Fahrgeräusche mehr, also keine Wimpfengeräusche mehr. Nee, hört sich an wie Tesla jetzt hier. Fenster sind die Klimaanlage der 80er Jahre oder? Ja. Okay. Wieder was gelernt. Laut, aber effektiv. Ja. Fast. Ja. Wir müssen, ich weiß nicht, ich glaube, so richtig haben wir es vielleicht noch nicht gemacht, aber so viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Vielleicht ist es auch einfach zu warm, als dass man die Wirkung der Dreiecksfenster wirklich wahrnimmt. Vielleicht fährst du auch einmal zu langsam. Ja, ich fahre ohne hier auf der Landstraße. Ist ja relativ entspannt bei 2900 Umdrehungen. Filmt und Trabi kann immer nur eins, weißt du. Ja, wir drehen mal um jetzt. Ja, ja, schön verkackt. Wir drehen um. Das ist ja nicht ein Synchro. Nee. Also, querfällt ein, ist also nicht. Diesmal nicht, Benny. Schade. Wieder rumgespielt wie mit Wolle und mit Hannes im Dreck in unserem Synchro-Video 2WD gegen 4WD, T4. Ja. Das können wir mit dem, na wobei, Cassian T3 Synchro. Ja. Können wir auch den Vergleich machen. Muss auch T3 bezogen und bei besserem Wetter und weniger matschigen Untergrund. Ja. Und ohne Eis. Aber das machen wir nicht. Wird schon cool finden, wenn wir nachher ankommen. Ja,
Ja, so ein Sommermatsch-Synchro-Video hätte ich ja eigentlich auch Böcke mal drauf. Ja, das hätte schon was. Das war schon ziemlich eklig, damals, das zu filmen. Also, an sich coole Bilder, aber es war schon echt arschgeil. Ja, das glaube ich. Okay. Noch 4 Kilometer bis Bando. Oha, guck mal hier, eine Buchhaltestelle. Die aussieht wie eine Bushaltestelle. Wer ist das denn? Dorfkind. Kann man sich hier welche wegnehmen? Nur 4 Kilometer, das kann ich auch einfach kurz laufen. Stadtkind? Was? 500 Meter? Fährt da kein Bus? Ja, das war's relativ deutlich. Aber ist voll cool, oder? Ja, mega. Ich meine, hier fährt wahrscheinlich nur einmal am Tag ein Bus und das ist schon ganz gut, wenn man ein Buch hat. Ja. Steht da noch? Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Okay. Ich mag die Buchhaltestelle. Trotzdem müssen wir Kasi abholen. Ja, der ist schon ganz aufgeregt. Kasi will ja noch eine Führung mit uns machen. Ja. Übrigens, in seiner neuen Butze, ja, ein paar Meter weiter, ist ein Nandu-Gehege. Ich hörte davon, er sagte davon, als wir telefoniert haben, dass du da eine Runde drauf reiten möchtest. Ja, ich dachte, wir schießen uns einen noch ein für den Grill oder so. Wusstest du, dass in Mecklenburg-Vorpommern frei lebende Nandus leben? Nee, habe ich noch nicht. Die sind mal irgendwann ausgebüxt, ja, irgendwo, und haben sich dann in freier Wildbahn vermehrt. Ja. Und wenn es da irgendwie so eine Quote gibt, die sie halt überschreiten mit in freier Wildbahn, ja, geborene Nandu-Babys, mhm, dann dürfen die nicht mehr geschossen werden oder, ja, gefangen werden oder irgendwas. Ja, okay. Und jetzt leben die hier im MacPom. Mhm. Krass. Hey, wir sind ja unter uns, ne? Was ist ein Nandu? Das ist wie so ein Strauß, ah, nur kleiner. Ah, also ist halt auch so Afrika eigentlich, ja, Herkunftsland und so. Ah, okay. Die fetzen die Dinger. Hm. Kassi hat auch schon von dem, der das Gehege da betreibt, ja, ein Nandu-Ei bekommen. Okay. Das hat er sich in 3 Pfannen gehauen. Ja? Ja, also es wird auch relativ groß. Ne? Hat geschmeckt? Fand er gut? Ich weiß nicht, ich glaube, er hat Durchfall bekommen davon. In die Dorfstraße. Ja. Kann es auch anders sein, ne? Dorfstraße. Wo ist er denn? Der Hund hier. Guck mal, da steht er schon. Ah. Dann parken wir mal hier rechts einfach so ein bisschen. Oh, das sieht muckelig aus. Und wie schön der Synchro da vor seiner Tür aussieht, ne? Ja. Wenn der Blaue jetzt da weg wäre, dann wird das auch richtig. Ein schönes Bild ergeben. Aber ich finde ja, dadurch wirkt der Synchro noch mal schöner. Neben so einem hässlichen Auto. Entschuldigung, Kasti. Sagt das nicht Kastis Frau? Hey! Ja, da sind wir endlich. Na? Hat nur 3 Stunden länger gedauert als... Bus wechseln. Kavi, hallo. Ja, einmal Bus wechseln. Frankie hat mich abgeschleppt, Sauberstadtautobahn. Aber jetzt sind wir farblich abgestimmt. Ja, genau. Das passt auch. Ja. Der fährt sich auch gut, fühlt sich auch gut an. Das ist okay. Kommen wir auch mit an. Ja, ich gehe von aus. Witzig ist aber auch, Lia und Ratze sind auch nur gerade so angekommen. Ne? Die haben auch ein Problem. Und ich habe hier Teile für die Schaltung mitgenommen, damit die vor Ort ihr Problem heben können. Ich habe auch mein Taschenmesser mit dabei. Ja, das Schweizer Tag. Muss ja reichen beim T3, ne? Das sollte klappen. Okay, so, dann einladen, ausladen und weg. Ja. Guti. Ja, geht's. Ab dafür. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Strecke, die wir jetzt fahren, oder? Hm. Im Überland. Ja, Kassi meinte erstmal Richtung Bützow. Er kennt ihn nicht. Wir folgen ihm unauffällig. Und dann mal schauen. Dann müssen wir das Navi nachher einstellen. Also ich habe keinen Plan mehr, wie man da hinkommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin auch das letzte Mal vorbeigefahren. Wie, warst du da schon? Ich dachte, du warst noch gar nicht. Nee, vor 2-3 Jahren war ich einmal da. Bruder und ich haben uns das mal angeschaut und dabei dann auch Marco das erste Mal kennengelernt. Steffen und Matthias kannten ihn ja schon vorher, das ist so ein Freundeskreis. Ja, und daraus ist jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen mehr geworden. Das ist in dem Video mit Marco, habe ich glaube ich gesagt, Marco ist kein Kollege von uns. Also
niemand, der hart zum Kollegium gehört und Arbeitsvertrag hat, aber schon jemand, der auch immer mal mit Rat und Tat zur Seite steht. Ein Praktikum machen schon mal gemacht hat, das war ganz witzig. Und wenn wir mal einen Sparringspartner brauchen zu gewissen technischen Feinheiten und die es dann ab und an mal geht, dann kontaktieren wir Marco durchaus auch mal. Stimmen uns da ein bisschen mit ihm ab. Ja, und jetzt sind wir eigentlich, wir waren schon mal, also vor 2-3 Jahren auf diesem Treffen und waren da leicht präsent als Van 360 und dieses Jahr sogar so richtig präsent. Bin mal gespannt. Ich freue mich auf die Gespräche vor Ort mit den Bulli-Fahrern oder VW-Bus-Fahrern, die da vor Ort sind. Und bestimmt auch der ein oder andere schöne Bus dabei. Und wir werden unseren Konfigurator ausstellen. Ja, da bin ich ja auch auf das Feedback gespannt. Ja, so das allererste Mal, dass es wirklich Leute zu sehen bekommen, die jetzt nicht zum inneren Kreis von Van 360 gehören. Ne? Ja. Ist für uns noch die Beta-Version, wir sind da noch nicht komplett fertig mit. Haben auch noch den einen oder anderen Bug, über den wir uns heute auch schon bewusst sind. Aber so das Konstrukt, das Modell an sich, die Grafiken, die Preise, das ist alles eingestellt worden von Cast. Und vom Stadium der Entwicklung her jetzt so, dass wir es zeigen können. Ja. Nicht so, dass wir es veröffentlichen können, aber zeigen können. Und da bin ich wirklich mal gespannt jetzt, was da so an Resonanz zu bekommen. Ja. Cool, dann würde ich sagen, wir genießen wir noch mal ein bisschen die Fahrt. Machen wir, ja. Und das Pilz. Ja. Und ich mich. Ich, ja, ja. Und ja, sehen wir uns wieder am Campingplatz, oder? Ja, machen wir so. Ja, später. So, Trabi, schon dunkel. Ja. Aber ich glaube, das ist unser See. Ja. Wie heißt der noch? Blauer See. Blauer See, okay. Okay, Navi sagt noch eine Minute. Oh, Cassi blinkt schon. Cassi blinkt schon. Das ist unsere Einfahrt. Jo, wir sind angekommen. Guck mal, da pullert schon einer in den Schnee. Nee. Doch, guck mal, das ist ja, Wolle. Ja, das ist Wolle. Das kann nur Wolle sein. Ist das Wolle? Guck mal, das ist guck tatsächlich mal. Wolle. Ja. Wolli! Lia. Lia macht einen Einweiser. Lia ist die Schrankenfee. Oh, wir müssen warten. Okay. Jetzt muss Lia wieder 50 Cent reinstecken, damit die Schranke hochgeht. Ey, den kenne ich doch. Ach hier, das ist seine Beleuchtung. Guck mal, das ist Marco. Da ist er ja. Hey. Hi. Na? Schön, dass ihr da seid. Hat lange gedauert. Ja, krieg ich ja die dreimal verfahren. Also, da drüben ist ein Platz. Ja. Einfach einreihen. Sehr gut. Ankommen, entspannt. Okay. So machen wir das. Bis gleich. Bis gleich. Drüben ist ein Platz. Das ist aber auch geil beleuchtet hier, ne? Cassi dreht jetzt. Nee, da kann man nicht richtig einpacken. Hallo Nachbar! Moin! Stehen wir zu dicht? Nee, ne? Nö, nee, alles gut. Alles gut. So, Trabi. Angekommen. Direkt in der Hölle. Es regnet hier wie Sau. Ja, wir haben das schlechte Wetter mitgebracht. Wir dachten, wir überraschen alle. Ja. Keine Ahnung. Cassi sagt, das ist eine dicke Wolke, die ist gleich wieder weg. Und, eine dicke Wolke? Daran glaube ich auch, weil der Regen sehr, 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 sehr stark ist. Cassi, halt mal da oben drauf. Sieht man nicht, ne? Das ist hier echt mega nass. Ja. Aber es wird auch wieder trocken irgendwann. Ja, hoffentlich. Und ich finde es ja ehrlich gesagt ganz geil, denn, also, oder kennt ihr das? Wenn es draußen regnet und das so aus Fenster drin tropft oder an die Scheibe tropft, ja, finde das ja mega beruhigend. Ja, ja, wenn man, drinnen ist und es draußen regnet, aber nicht, wenn man draußen ist und es draußen ja, regnet. Ja, aber wir sind ja quasi draußen, aber drin, weil wir ja so ein, wie heißt das nochmal? Pavillon, weil ich Pavillon so clever war und ein Pavillon eingesteckt habe. Also wir haben eigentlich keine Probleme, ich finde es echt romantisch gerade. Ja, okay, also die ersten Minuten auf dem Campingplatz. Gott sei Dank haben wir aufgebaut, bevor das angefangen hat zu regnen. Ja. Zelt, Trabi schläft im Bus. Ja.
Ich habe noch nie jemanden so gut Heringe in den Boden schlagen sehen wie Benny. Ja, man nennt mich auch Herr Ring. Gerade war der schlecht. Gut, ja, wir essen noch Abendbrot und dann gehen wir früh ins Bett, damit wir morgen fit sind. Na, wir haben geile Videos schon organisiert, ne? Also wir müssen morgen mal gucken. Wir sind recht spät angekommen heute, aber wir haben eben mit Vadim schon gesprochen. Vadim hat einen richtig, richtig geilen, liebevoll hergerichteten T3 samt passendem Anhänger. Der hat eben schon ein bisschen erzählt und hat sich angeboten, morgen ein Video mit uns zu drehen. Das wird super. Und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir Andi gegriffen bekommen. Das ist ein Kunde, der bei uns seinen T4 hat restaurieren lassen und heute auch hier ist. Und bei dem gibt es eine unglückliche Situation, die sich ergeben hat. Und das wäre, glaube ich, ganz cool, auch mal drüber zu reden. Okay. Also, seid gespannt auf Tag 2. Wir schließen jetzt hier Tag 1 ab und sehen uns morgen. Gute Nacht. Good night. Ja, das ist richtig. Von früher, wie er früher auch, ja, da gerne auch.